Horrorgenres, könnt ihr das einfach schreiben. Ja, Trauer ist zum Saw Beispiel ist immer überhaupt ein Game kein für ihn. Genre. Einfach das, was da steht. Huch, wo ist denn die Gitarre hin? Ich dachte, die wolltest du eigentlich gebrauchen für die Impro. Hier wird aber richtig präpariert. Seid ihr bereit? Ja. Dann dürft ihr gerne einzählen, eure Okay. Szene. Signal Iduna Park in Drei, 3, zwei, 2, eins, 1, los! los! Hallo? Hallo. Hallo, bin auf dem Schulausflug und ich habe meine Klasse verloren. Ja, ich bin. Das tut mir natürlich leid, weil ich bin hier der Hausmeister. Ich bin natürlich besoffen, weil ich arbeite bei Dortmund. Da arbeiten nur Asoziale. Und ich bin mit meiner Schwester zusammen. Stummfilm. Western. Pass mal auf, kleines Mädchen. Wenn du hier an der Schule bist, mit deiner Schule, in meinem hässlichen, äußerst hässlichen Revier. Sag nie wieder kleines Mädchen zu mir. Nie wieder. Wenn du das Revier hier möchtest, übergebe es dir. Wo? Meine Freunde. Scripted Reality. Mein Gott. Mein Gott, ey, du bist 40 oder so. Und du bist 14 und das finde ich gut. Ich finde das auch okay, weil ich hatte mal eine Freundin, die hat das auch schon mal. Mit einem 60-Jährigen hat sie was gehabt. Das ist voll okay, hat sie gesagt. Ich weiß, dass das krank ist, dass man das nicht macht, das ist Pädophilie, aber ist mir egal, weil ich bin Dortmunder Hausmeister und da ist das ganz, ganz normal. Naja, und außerdem habe ich eh keinen Bock mehr auf die anderen. Also, willst du mich heiraten? Oh mein Gott, dann hat er mich direkt gefragt, ob ich ihn heiraten will. Ich habe echt lange überlegt. Ja. Oh mein Gott, sie hat einfach ja gesagt. Ich habe mich gefühlt wie der Inder, der seine 10. Frau gerade um die Hand anhalten durfte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich fühle mich gerade wie der 10. Inder, der seine 10. Frau um die Hand anhalten durfte. Oh mein Gott, ich war mega nervös, aber man hat es mir gar nicht angemerkt. Oh mein Gott, ich bin so nervös, aber cool, danke. Ich werde dich auf jeden Fall heiraten. Okay. Horror. Manfred, der Hausmeister aus Dortmund? Ja, der den schlechten Ruf hat, weil ich aus Dortmund komme. Scheiße. Jetzt fällt es mir auch ein. Ich bin eine Missgestalt. Ich arbeite in Dortmund. Oh mein Gott. Nimm dieses Glas. Oh mein Gott, ich glaube, dieses Glas. Ich bin Manfred. Aus Dortmund. Musical. Manfred aus Dortmund. Ich bin Manfred aus Dortmund. Manfred aus Ich bin Dortmund. Manfred aus Er Dortmund. ist Manfred aus Dortmund. Warum bringe ich mich nicht Warum bringt er sich nicht um? um? Ich bin Manfred aus Dortmund. Mein Leben macht keinen Sinn. Ich habe einer 14-Jährigen. Einen Heiratsantrag gemacht. Manfred aus Dortmund, es Ich, tut mir so Manfred aus leid. Dortmund, es tut mir so. Du bist geisteskrank. Geisteskrank, ich muss mir das Leben nehmen. Tut mir leid, ich wollte es dir alles geben, aber ich kann nicht mehr mit dir. Kein Problem. Und nimm diesen Schuh und beende es im Nu. Das war Manfred aus Dortmund. Sehr geil. Sehr, sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. nice. Das ist ein Team, ey. Das war sehr schön. Missgestellt, weil er bei sehr Dortmund gut. arbeitet. Die sind doch eingespielt.
Dortmunder. Das haben die noch geprobt. Der Manfred aus Dortmund. So entstehen übrigens Musicals, ne? Genau so. War das eine Impro? Genau, Leute, genau so geht's. Also schreibt gerne eure Vorschläge dann rein. Ich würde sagen, wir machen noch eine dann mit Marcel und Daniel. Ja! Und brauchen wir wieder Orte. Zugabe kommt, meine Damen und Herren, kommt alles. Wir können aber, weil wir heute ein bisschen länger geplant haben, wir können auch Piano machen. Wie geht's euch denn heute? Geht's euch gut? Wie war die Arbeit? Wer plant, was am Wochenende zu machen? Ein Ort bitte. Ja, so, das reicht dann auch. Genug Zeit. Genug Smalltalk. Bin ich ein Herr, ulala? Frauenarzt? Okay, zwei Männer beim Frauenarzt. Könnte interessant sein.